Ja, moin moin meine One Piece Freunde, heute begrüße ich euch für eine neue Folge One Piece Special Cruise und ja, wir machen heute die 20 Stamina, ja, Überraschungsmission vom fetten Lysop. Es wurde, ja, der Sogeking angekündigt, was sich natürlich jetzt noch überraschenderweise geswitcht hat auf den fetten Lysop, finde ich richtig geil auf jeden Fall, ist ein richtig geiler One. Weshalb werde ich natürlich jetzt gleich ein bisschen erzählen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Und ja, das war halt wie so ein kleiner April-Scherz mit den Sogeking sozusagen. Und ja, ich mache das auf jeden Fall mit dem Doppel-Taul-Nami-Team. Was für ein Team ihr prinzipiell hier eigentlich nehmt, liegt an euch. Ich würde nur sagen, wenn man es mit einem In-Team macht, geht es am schnellsten. Also ist das auch egal, was für ein In-Team, ob das jetzt Taul-Nami ist, ob das jetzt Vista ist, wenn ihr habt, sag ich mal, ja, Rayleigh oder Pipapo, ist eigentlich alles egal. Es ist so easy, ganz ehrlich, es ist richtig easy, kostet auch nur 20 Stamina, finde ich richtig geil, gibt 3000, also exakt 3000 XP und ja, kriegt man ja von den Skillbooks her gesehen, kriegt man auch richtig geil. Finde ich richtig, richtig nice. Und als erstes muss ich auf jeden Fall aussprechen, farmt verdammt nochmal jetzt diese, ja, extra Fortnite, diesen Raid-Boss, sage ich mal. Wenn ihr Golden Pound, wenn ihr die Sockets noch nicht habt, ganz ehrlich, farmt das bis zum Umfallen. Da könnt ihr auch den ein oder anderen Gem ausgeben. Eine bessere Möglichkeit, die Sockets auf Golden Pound zu bekommen, gibt es so schnell nicht wieder, ganz ehrlich. Und wenn ihr mit Golden Pound fertig seid und habt jetzt noch Impact, die ihr alles habt, dann haut auch noch alles rein, was geht. Also das ist echt abnormal, ganz ehrlich. Also es wäre das richtig farm, obwohl ich eigentlich mit Impact, die ihr alles habt, schon fertig bin und mit Golden Pound auch. Aber ich habe es ja, auf die Skillbooks abgesehen, die man hier kriegen kann. Und zwar, soweit wie ich weiß, droppen hier sämtliche Arten von Lysops, die es halt im Spiel gibt. Und ja, richtig geil. Also ihr habt auch die Möglichkeit, Skillbooks für Golden Pound, für Impact Dial Lysop zu bekommen. Was ich jetzt nicht weiß, ob Lock Lysop auch mit dabei ist. Das weiß ich leider nicht. Falls das einer weiß, könnt ihr mir ganz gerne mal in die Kommentare schreiben. Das wäre nämlich auch mal eine kleine Info an mich sozusagen. Und ja, zu beachten gibt es jetzt eigentlich in dem Run hier nicht allzu viel. Es geht schnell, würde ich dazu sagen, bis auf der Lobster, der kotzt halt ein bisschen an, sag ich mal. Und dann später gibt es halt auch nochmal den einen oder anderen, wenn ihr natürlich jetzt ein paar Charaktere habt, wo ihr so ein Anti-Lock habt, Orb. Am besten mal 3, geht es natürlich alles noch viel schneller, oder wenn ihr sozusagen den, ja, dieser Crocodile habt, mit der Giftfähigkeit, ich weiß jetzt nicht, welcher das genau ist, ich hab den nämlich noch nicht, könnt ihr das auf jeden Fall auch alles verkürzen, hier den ganzen Spaß, aber prinzipiell, man sieht's, man hat auch die Möglichkeit, XP-Material zu bekommen, sprich, Turtles, Gelbe und Pigs, finde ich richtig, richtig geil. Ganz ehrlich. Und als kleiner, also was ich richtig geil fand, was ich auch gar nicht wusste, ganz ehrlich, muss ich dazu sagen, man kriegt hier sogar Candies gedroppt, wenn es ganz gut läuft. Und das finde ich ja mal richtig geil. Da habe ich nämlich auch schon 1-2 bekommen. Und ja, also wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, den Raid Boss hier, den fetten Lysop, zu farmen. Da kriegt man natürlich jetzt wieder eine Kiste. Finde ich richtig geil. Also ich habe es auf jeden Fall auf ja, die Impact Dial Lysops oder die Skillbooks davon abgesehen. Weil die anderen brauche ich jetzt alle nicht. Vom Skillbooks her gesehen, sage ich mal. Und ja, aber wie gesagt, falls ihr Golden Pound gerade, falls ihr Golden Pound, das ist so wichtig. Ihr müsst den maxen, ganz ehrlich. Und oh, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Sockets heißen, ganz ehrlich. Anti-Lock und Anti-Despair oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich zeige euch auf jeden Fall, wenn ich hier durch bin, zeige ich euch nochmal mein Golden Pound. Was ihr für Sockets da nehmen müsst, eine bessere Sockets gibt es nicht, dass ihr dann hier mit
ja, an die Lock und Despair und so Spaß kommt. Despair. Auto-Healing habe ich auch schon gesehen. Oder prinzipiell, also keine Ahnung, wie man Auto-Healing auf Golden Pound setzen kann. Der ist natürlich hier bitte nervig, weil den kriegt mir sozusagen nur down ja mit den Combo-Hits von die Charaktere. Also falls ihr da jetzt halt ein paar Charaktere habt, die halt hier die ja 6 machen oder so, wie ich halt jetzt sozusagen X-Trick und die Jute Robin hab, geht das denn eigentlich dann noch alles ganz easy. So, da sind wir beim dicken Lischop angekommen. Der ist bis jetzt, ich habe den Run, lass mich jetzt nicht lügen, 5-6 Mal gemacht. Er ist immer gedroppt. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich eine 100%ige Drop-Chance hat, aber er ist bislang bei mir mit jedem Run gedroppt. Deswegen eine bessere Möglichkeit, ganz ehrlich. Oh, ich liebe es, wenn Taunami Santo fallen lässt. Schade, dass man immer nur den Rücken sieht. Was ist da los? Ja, eine bessere Möglichkeit, wie gesagt, Sockets für Lissops zu bekommen, kriegt er so schnell nicht wieder, ganz ehrlich. Und das ist halt jetzt hier ein bisschen ätzend, weil man ihn halt jetzt 5 Runden nicht töten kann. Jetzt macht er, ich glaube, das ist jetzt kein gewisser Damage, ich glaube, das ist ein gewisser Prozentsatz vom Leben her sozusagen, was man halt derzeit hat. Deswegen, ohne große Probleme, zack, nochmal die Sperre rein, er droppt wieder. Seht ihr, er droppt wieder, ich glaube sogar, er hat 100%ige Drop-Chance. Und ja, finde ich richtig geil, werde ich auf jeden Fall den ganzen Tag farmen und morgen geht es dann abnormal mit Corby weiter. Ich bereite mich nämlich mit großen Schritten auf Aokichi wieder vor, sage ich jetzt mal. Und ja. So, mal sehen, was wir. Golden Pound haben wir gekriegt. Und ein Hammer Lissop. Finde ich sehr, sehr schade, weil ich ja Golden Pound und sowas nicht brauche. Und die anderen Skillbooks brauche ich eigentlich auch nicht. Ich brauche eigentlich nur Impact ja Lissop. Andere brauche ich nicht. Aber ich werde es dann noch machen. Für ein paar Sockets noch für den ein oder anderen Lissop. Und ja, für XP-Material Gelbes sozusagen. Wenn man das farmen kann, geht das richtig easy going. Und ja. Alt, ich wollte noch schnell meinen Lissop zeigen. Ihr seht, ich habe es jetzt 6 Mal. Das war jetzt die 6. Runde. Wie gesagt, ich habe ihn nur jedes Mal gedroppt gekriegt. Das ist so unnormal, Alter, wie viele Skillbooks ich habe. Freut euch schon mal. Morgen müsste mein Charakterbox-Video kommen. Ja, genau. Die 2 Sockets. Nehmt die Sockets. Da könnt ihr nichts verkehrt machen. Das sind die besten Sockets. Sie supporten jedes Team, wo ihr Golden Pound mit reinmacht, und Golden Pound zu maxen ist Pflicht. Das ist einer der wichtigsten Charaktere im ganzen Spiel und wird es auch, denke ich mal, immer bleiben. Also hammerhart. Farmt das bis zum Umfallen, könnt ihr nichts verkehrt machen. Okay, da bin ich raus, da schaut's rein und bis zum nächsten Mal.